Meine lieben Zuschauer, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich komme nämlich gerade von draußen. Ich war nämlich gerade einkaufen. Und zwar das hier. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich auch noch. Das ist nochmal ein kleines Informations- und Änderungsvideo für den Livestream heute Abend. Im Hintergrund gibt es wieder ein bisschen Black Ops 3 Gameplay von der PS4 mit der Faro. Eine schöne kleine Runde Abschluss bestätigt, wo ich glaube ich alleine in der Runde vier oder fünf Hater hatte. Naja, aber es geht um den Stream heute Abend. Also erst nochmal die Erinnerung, heute Abend ab 17 Uhr ungefähr werde ich auf meiner Twitch-Seite City Skylines mit der Erweiterung After Dark live streamen und den Link zu diesem Livestream findet ihr in der Videobeschreibung und ich hoffe, dass ihr da alle einschaltet zum einen, das war nochmal die kleine Erinnerung daran und da wollte ich gleichzeitig noch ein paar Infos raushauen, die Gelegenheit also kurz nutzen, euch noch was mitzuteilen. Zum einen ist glaube ich immer noch der Charity-Livestream Games Done Quick. Und da schauen zigtausende Leute zu und samstags ist sowieso Twitch immer schon sehr ausgelastet. Insofern hoffe ich einfach mal, dass das läuft heute Abend. Das könnte aber auch zu Abstürzen kommen, zu Problemen kommen, dass irgendwas nicht funktioniert oder so, weil Twitch überlastet ist. Ich hoffe aber das Beste, ich wollte es nur schon mal vorwarnen. Außerdem habe ich meinen Spendenanbieter gewechselt. Bei dem alten war es nämlich so, dass man nur über PayPal spenden konnte und es gab immer mal wieder Leute, die geschrieben haben, sie würden gerne was spenden, aber sie haben eben kein PayPal-Konto. Hat ja auch nicht jeder, muss ja auch nicht jeder haben. Und deswegen bin ich jetzt zu einem Anbieter gewechselt, wo auch ja, viele Deutsche sind, ich wusste das gar nicht. Also Montana Black ist da, Unge ist da, Revi ist da, ganz viele große Deutsche. Und da bin ich jetzt auch. Der Hinweis kam von einem Zuschauer, Dankeschön für diesen Hinweis auf diesen Anbieter. Und da kann man nämlich auch mit PayPal zahlen, aber auch mit Paysafe Card zum Beispiel, was auch sehr gut ist, das kriegt wirklich jeder hin. Oder auch irgendwie Überweisung, Kreditkarte, also Gedöns, also viel mehr Möglichkeiten. Und ich habe viel mehr Möglichkeiten da auch noch... so zu überwachen und Alerts, also so Alarme einzustellen und all so Gedöns. Das geht alles ein bisschen besser noch. Ist ein super Anbieter, also Dankeschön für den Hinweis. Dann habe ich noch das hier gekauft, einen Sack Zitronen. Ich dachte mir einfach so, als kleiner Gag, ist jetzt nichts Besonderes, aber als kleiner Gag wird möglicherweise eine von denen oder sogar mehrere von denen heute Abend in meinem Mund landen und zwar komplett. Und einfach so als kleiner Gag, wenn ein bestimmtes Spendenziel erreicht wird, dann werde ich mir so eine Zitrone reinschieben. Ich werde es wahrscheinlich nachher bereuen, aber ich dachte, das ist ganz lustig. Einfach so als Gag. Ist nichts Dolles, aber wird bestimmt schmerzhaft und für die Zuschauer lustig. Also gegen 17 Uhr geht's los. Ich werde schon ein bisschen früher online gehen, um schon mal so ein bisschen zu testen, aber da müsst ihr noch nicht dabei sein. Ab 17 Uhr ungefähr, wenn es noch nicht alles klappt, dann ab 17.30 Uhr oder so. Und Ende ist offen. Wir schauen einfach mal, wie lange ich Lust habe, wie lange ihr Lust habt und dann machen wir uns da einen gemütlichen Abend, hoffe ich. Und wenn das alles gut funktioniert, dann vielleicht nächsten Samstag ja schon wieder. So, und ich gehe jetzt noch was futtern und wir sehen uns nachher. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bye, bye. Und das Gameplay lasse ich euch noch eben zu Ende laufen. War nämlich ganz lustig, die Runde.
Geist im Operativen.